Wegpusten. Ein Rambock wäre mir. Ah, natürlich. Hier. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Hängen sie doch am Haken. Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Sie müssen vielleicht... Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Okay, dann müssen wir die Dinger vielleicht einfach zum Leuchten bringen. Wird schon irgendwie funktionieren. Ja, kein Problem. So, dann kommen wir einmal hier hin und schieben die hier in die Tonne mit Wasser. Rein mit euch. Ob seltsam. So, sind die jetzt? Nein, sind sie nicht. Was passiert denn, wenn ich das eigentlich hier reinstecke? Krass, die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Okay, abnormal. Keine ich werde bis zuletzt... Was ist, wenn du einen Schluck Genial. Draus trinkst? Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay, neue Mission. Das scheint nicht die Lösung zu sein. Dann gehen wir mal hier hoch. So, nach oben. Ja, komm. So, auf zum Candy Shop. Und der getötete Candy Shop. Und so weiter, ne? Also, ach nee, warte. Einmal hebeln. Flups. Jetzt steht da auf Phosphor. Jetzt steht. Ich weiß. So, dann einmal mitnehmen. So, Phosphor damit. So. Was mir das bringt, weiß ich noch nicht, aber ich habe schon mal leuchtende Zuckerwatte. Das geht ja schon mal. Habe ich auf jeden Fall schon mal etwas. Mehr als nichts. Und das ist ja schon mal was, ne? Halt etwas, wie gesagt. So, Nadellaufen hatten wir jetzt schon. Vielleicht müssen wir einfach nur hier die leuchtende Phosphor-Scheiße da an den Haken hängen. Komm, Fischi, Fischi. Puh, ist wohl auf... Hier. Komm, Fischi, Fischi. Ist wohl auf die... Auf Diät, bla bla bla. Keine Chance. Ich werde... Keine... Ich werde... Ich brauche kein... Ich... Oh, hey! Ich keine weiß Chance. Nicht. Ich werde... Ja, ist okay. Das ist ein... Speichenritzel. Speichenritzel, ja, sicher. So, also, was wir jetzt noch machen könnten, wäre natürlich wieder alles mit allem auszuprobieren. Oder... Oder wir machen Folgendes. Mal gucken, ob das hier geht. Ja, es geht auch hier. Jetzt haben wir einen Köder. Ich habe es nämlich gerade mal eben ganz schnell nachgeguckt, weil ich es so verwirrend war, fand. Dieses ist einfach diese dumme Phosphorspur, die habe ich nicht im Kopf. Und dann denke ich da nicht dran. Fischi. Puh, er sieht. An Haken komm, hängen. Fischi. Puh, er sieht sie. Komm, dahin. Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Ach, natürlich. Ich bin ja auch der Allerschloss. Es werde Licht. Wir müssen das Teil natürlich erst aufladen. So, jetzt geht's schon her. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Oh oh. Dummes Viech. Naja. Ob das so dumm ist? Ja. Ach, jetzt können wir hier einfach lang gehen. Hochbootwrack. Nein, wie geil ist das denn? Das sieht ja jetzt cool aus. Die coole Musik im Hintergrund, die mag ich so gerne. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Ah, und ich glaube, ich weiß schon, wer da drin wohnt. Ich habe den schon mal gesehen. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Aha, okay.
Ich gucke erstmal durch, bevor wir jetzt zum Kutter gehen. Nicht, dass wir wieder irgendeinen Scheiß übersehen. Also ich, also ihr, also wir. Weißt du schon. So, haben wir da rein. Na, wen haben wir denn da? Ach, da ist er ja. Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Oh Mann, okay, jetzt müssen wir einfach nur den Eject-Knopf drücken. Boah, wir können auch nichts anderes. Also dann werden wir wohl die Datasette aus Goals Kopf entnehmen. Okay, auf geht's. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Wie der da drauf guckt, sieht lustig aus. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst... Ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? Ja. So ähnlich. Sag ich doch. Geil. Okay, wir müssen also die Backup-Datasette reinigen. Oder die Datasette. Sie sind fast identisch. Vorsicht ist also geboten. Ja, er wird sie mit 100%iger Sicherheit... Wird er die vertauschen? Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Ja, alles klauen. Das tust du. So, Schlüssel klauen wir auch noch. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Oh, der hat immer mal gegeben, ey. Sauber, Rufus. Das war ja perfekt. Den Versuch war es wert. Ja, so ganz ohne Hirnimplantat wird das wohl kaum funktionieren. So, was haben wir hier noch so? Aha, den Doc, okay. Staubwedel, Bosos Schlüssel. Ja, ich würde sagen, ich mache erstmal hier speichern. So. Denn wie ihr wisst, bin ich im Moment leider sehr unter Zeitdruck. Deswegen habe ich nur mal eben schnell Zeit gehabt, hier die Folgen für, wenn ihr das guckt, gestern und heute aufzunehmen. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal wieder für diese Aufnahmen. Ich muss das hier alles noch rendern und so. Ein Quatsch, wisst ihr ja. Also ja, bis dahin, ne?
Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.